Aufs kleinste Detail kommt es an. Ein Mantel mit unzähligen Stichen. Hier am Fenster mit der Nadel in der Hand steht die Zeit still. Es gibt mir die totale Erfüllung. So, also sonst würde ich, es macht richtig, richtig, richtig Spaß, das zu tun. Es gab bis jetzt immer an jedem Anzug, an jedem Kleidungsstück immer etwas, an dem ich gelernt habe. Das gibt mir schon eine Befriedigung, ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt, ja, bewegt mich. Sven Krolczyk ist Maßschneider in Kassel, aber kein gewöhnlicher. Er näht alle seine Stücke mit der Hand, egal ob Mantel, Hose oder Anzug. So hat er mehr Kontrolle, sagt er, kann besser modellieren, damit das Stück am Ende wirklich perfekt passt. Also was ich hier gerade mache, das ist das Handpickieren eines Unterkragens. Das ist eben der formgebende Teil des Kragens bei einem, in diesem Fall Mantel. Und ich möchte quasi jetzt schon durch dieses Verbinden der Einlage und des, in diesem Fall Kragens, Kragenoberstoffs, erreichen, dass ich dem schon eine Form mitgebe, die ich später nur noch mit dem Bügeleisen unterstützen muss. Seine Stücke näht er mit gewachsten Seidenfäden. Die sind stabil und elastisch zugleich und reißen im Zweifel, bevor der teure Stoff reißt. Sven Krolczyk ist Autodidakt. Er hat Malerei und Lehramt studiert, bis er irgendwann merkte, dass das Nähen sein Leben bestimmt. Da war so eine Einzimmerwohnung und die war dann irgendwann komplett voll. Die Wände waren voller Schnittmuster, alte Bücher, der Boden war voller Stoff. Das Geld, was ich nachts verdiente in den Bars, das ging dann nicht mehr in Ölfarben, das ging dann irgendwie nur noch in Stoffe oder Bücher oder eben alles, was ich... Und das war eigentlich der Moment, wo irgendwann macht es Klack und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich studiere ich jetzt. Sich dann damit selbstständig zu machen, war ein großer Schritt. 2019 hat er ihn gewagt. Es ist heikel, selbstständig zu machen und dann auch noch als Schneider, dann auch noch so viel mit der Hand und dann, ja, auch heute habe ich noch Angst, ja, aber das ist irgendwie... Das funktioniert immer wieder. Das ist ein Parabelflug, würde ich sagen. Die Schnittmuster entwirft er mittlerweile selbst. So hat er mehr Freiheit, alles individuell zu gestalten. Natürlich ist das nicht alles erdacht. Das sind immer bestimmte Abschnitte aus dem Schnittsystem. Ist das übernommen, aus dem Schnittsystem ist die Schulterschräge übernommen oder was auch immer man da gerade hat. Aber es ist jetzt nicht das eine Schnittsystem, sondern es ist eine Mischung aus allem. Und am Ende steht für den Kunden ein Unikat. Tag, jetzt auch sein. Philipp Zwecker lässt sich eine Hose schneidern. Heute ist die zweite Anprobe, ein spannender Moment. Ich bin auch immer aufgeregt, natürlich. Man denkt sich ja was dabei und man bereitet ein Kleidungsstück vor und hofft, dass es am Ende in die Richtung geht, die man sich vorstellt. Also von daher ist da immer Aufregung dabei. Man kann tatsächlich aber immer noch ein bisschen rausnehmen. Dann würde ich auch sagen, hier so ein bisschen, genau, also, hier so, das wirkt noch so ein bisschen genau, also breit. Das hier könnte man ein bisschen abschwächen. Ja. Ich habe da einfach super Spaß an Klamotten und dann kann man das wirklich genau haben, wie man will. Und vor allem, ich habe irgendwie so kurze Beine, ich muss eh meine Hose immer kürzen lassen, ändern lassen. Das ist einfach super bequem, trägt sich schön, sieht einfach besonders aus. Ist einfach so was Schönes. Ich freue mich einfach darüber. So eine Hose kostet ab 700 Euro aufwärts. Ein ganzer Anzug ab 3.700. 100 Arbeitsstunden braucht Sven Krolczyk für einen Anzug. Die meisten Berufskollegen arbeiten anders. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele auch Renommierte, die das ganz toll finden und auch loben. Aber selbst sagen, da wirst du ja nie Geld mit verdienen. Da wirst du nie, also du musst, mach doch das mit der Maschine, dann bist du schneller, dann bist du schneller fertig, kannst du mehr umsetzen, kannst du mehr. Aber das ist nicht mein Weg. Sein Weg, das ist die Handarbeit. Auch wenn er damit ein Exot ist, darin hat er seine Berufung gefunden. Ich glaube, ich wäre unglaublich traurig, wenn ich das nicht mehr machen würde. Der Ausblick ist tatsächlich, bis ich nichts mehr sehe, damit weiterzumachen. Ob ich da jetzt, man wird eh nicht reich. Und ich möchte auch nicht, das Ziel ist nicht, damit viel Geld zu verdienen. Ich möchte nur etwas tun, was ich tun möchte. So, und das ist halt konsequent. Und so wird er noch viele hundert Stunden dasitzen und Stich für Stich darauf hinarbeiten, dass seine Arbeit perfekt wird.